Einen wunderschönen Willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar, was eigentlich seit Ewigkeiten, gefühlt zumindest, hier schon offen ist auf dem Kanal. Willkommen zu Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Wir haben ja schon alle eigentlich 5 Teile. also 1, 2, 2,5, das Fanprojekt 3 und 4 haben wir schon gespielt. Sind auch hier im Kanal verfügbar. Also einfach mal suchen in den Playlisten. Und ja, da bleibt eigentlich nur noch das 2013 erschienene Baphomets 5, Baphomets Fluch 5, oh mein Gott, der Sündenfall. Ja, wie geht's weiter? Ja, keine Ahnung, wir werden es einfach mal sehen. Ich kenne diesen Teil definitiv noch gar nicht. Der ist, muss ich auch ehrlich gestehen, aufgrund der ganzen stressigen Zeit 2013, 2014 an mir vorbeigegangen. Und dementsprechend ist dieses Ding definitiv blind. Lasst uns überraschen, seid mit dabei bei Baphomets Fluch 5 und wir starten ein neues Spiel. Wenn du noch nie ein Point-and-Click-Adventure gespielt hast, empfehlen wir dir, das kurze Tutorial durchzuspielen. Nein, mit Episode 2 starten? Was? Ja, wir spielen das Tutorial. Ja klar, komm, volle Hütte. Hallo und herzlich willkommen. Zuerst möchten wir dir mal zeigen, wie du interessante Gegenstände in der Umgebung entdecken und benutzen kannst, in diesem Fall einen bescheidenen roten Pfeil. Bewege den Mauszeiger über die Spitze des roten Pfeils, dann erscheint eine Lupe. Drücke die linke Maustaste, um mit dem Pfeil zu interagieren. Sehr gut. So entdeckst du und benutzt du die Hotspots. An diesen Stellen findest du interessante Sachen, mit denen du etwas anstellen kannst, also interagieren. Okay. Ah, George. Um George zu dem Pfeil gehen zu lassen, klicke mit der linken Maustaste dort auf den Boden. Okay. Das hat aber gedauert. Ausgezeichnet. So bringst du eine Spielfigur dazu, dorthin zu gehen, wo du sie haben willst. Los, hier, da. Privé, also im Private, ne? Siehst du die Taschenlampe, die da von Zauberhand erschienen ist? Lass George sie aufheben, indem du den Mauszeiger über den Taschenlampen-Hotspot bewegst und mit der linken Maustaste klickst, sobald sich der Cursor in ein animiertes Aufhebesymbol verwandelt. Okay? Sauber. Hammer. Siehst du die Taschenlampe, die da von Zauberhand erschienen ist? Ach, hatten wir schon. Gut gemacht. Du hast die Taschenlampe aufgehoben. Sachen, die du an dich nimmst, landen in deinem Gepäck. Okay? Klicke auf das Taschensymbol unten links, um dir alle Gegenstände in deinem Gepäck anzusehen. Untersuche jetzt die Taschenlampe, indem du den Mauszeiger darüber wegst und mit der rechten Maustaste klickst. Du kannst jeden Hotspot im Spiel untersuchen, indem du ihn mit der rechten Maustaste anklickst. Jetzt finde... Achso. Das ist die gut aussehende Taschenlampe, die du gerade aufgehoben hast. Jetzt finde und nimm die Batterien, die da von Zauberhand erschienen sind. Okay. Ist hier ein Zauberspiel, ist das. So, du hast deine Taschenlampe und ein paar Batterien aufgesammelt. Um die Batterien in die Taschenlampe zu stecken, öffne nochmal dein Gepäck. Genau, kombiniere jetzt die Taschenlampe mit den Batterien. Klicke mit der linken Maustaste auf einen der Gegenstände, um ihn auszuwählen und bewege ihn darüber zu dem zweiten Gegenstand. Sobald der Umriss beider Objekte golden aufleuchtet, klicke mit der linken Maustaste oder klinke mit der linken Maustaste, um sie miteinander zu verbinden. Tutut. So, öffne nochmal dein Gepäck, klicke mit der linken Maus, nee, was mal. Ah, und schließlich kannst du ach so, gut gemacht, du, das ist ein bisschen verwirrend hier oben. Du hast die Batterien erfolgreich in die Taschenlampe eingesetzt und schließlich kannst du Gepäckgegenstände auch noch an Hotspots in der Umgebung verwenden. Öffne nochmal dein Gepäck, klicke mit der linken Maustaste auf die Taschenlampe, um sie zu nehmen und ziehe sie aus dem Gepäck. Bewege den Zeiger genau auf den Hotspot in der Szene. Und wenn er sich in animierte Zahnräder verwandelt, drücke nochmal die linke Maustaste, um die Taschenlampe an dem Hotspot zu benutzen. Okay? Gut gemacht. Du hast einen Gepäckgegenstand an einen Hotspot benutzt. Du hast jetzt alles gelernt, was du zum Spiel brauchst. Juhu! Um die Symbole für Hauptmenü anzuzeigen, bewege an den oberen Bildschirmrand. Wenn du bei einem Rätsel nicht weiterkommst, denk daran, dass unsere Tipps dir vielleicht helfen können. Wir hoffen, das Spiel macht dir viel Spaß. Viel Glück. Na, das werden wir sehen. Ach, das war's. Okay, Also, okay, dann, ach so. Nein, ich möchte ein neues Spiel starten.
Aber die Schlange war klüger als alle Tiere, die in dem Paradies waren, und Gott verfluchte die Schlange und nannte sie Teufel, und er sagte, sie, Adam, ist wie einer von uns geworden, weil er das Böse kennt und das Gute. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird, und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Revolution. Wir müssen jetzt gehen. Papa! Tiago, geh mit deiner Mutter zum Wagen. Nimm das hier. Es wird dich immer leiten. Ja, Papa. Wir werden bald nachkommen. Xavier, das Gemälde. La Maledictio. Hier lang. Signora, es ist zu spät. Gehen Sie. Nein, Papa! Signor, hier. Durchsucht sie. Natürlich. Paris im Frühling. Leidenschaft, Romantik, L'amour. Ich arbeitete für eine Kunstversicherung. Man konnte davon leben, gerade so eben. Und dann traf ich zufällig Nico auf einer privaten Ausstellung. Du hast mir nicht gesagt, dass du wieder in Paris bist, George. Gibt sicher viel zu erzählen. Lass uns mal essen gehen. Keiner rührt sich! No, Monsieur, nicht la malédiction! Oh! Wieder einmal hatte Paris mir seine dunkle Seite gezeigt. Ein brutaler Diebstahl, ein sinnloser Mord. Nico und ich wurden wieder mal zusammen in ein neues und furchterregendes Abenteuer verwickelt. Der Galeriebesitzer war tot. Ich schätze, manchmal zahlt es sich einfach nicht aus, den Helden zu spielen. Diese Ausstellung war bei meiner Gesellschaft versichert, also musste ich ein Verbrechen aufklären. Die Polizei würde bald hier sein. Ich hatte nicht viel Zeit. Tja, und so beginnt es wieder. Willkommen zurück nochmal zu Broken Sword oder eben halt Baphomets Fluch 5. Der Sündenfall. Ja, was soll ich sagen? Wir sind wieder zusammengespült worden, zusammen mit Nico. Man hat es auch leicht gemerkt, es gibt eine andere Synchronsprecherin jetzt diesmal. Es ist halt nicht die gleiche Synchronsprecherin wie vom ersten bis vierten Teil, sondern eine, die ähnlich klingt. Leider konnte man da nicht ein Original verpflichten. Aber ist nicht so schlimm. Wir lassen uns einfach überraschen. Aber zumindest für George, seine Stimme ist noch Original und Überwachungskamera. Was ist das da? Mit etwas Glück hatte die Überwachungskamera den Diebstahl aufgezeichnet.
Das Kabel führte von der Kamera in den Raum mit dem Privatschild. Da steht aber Prive. Machen wir mal auf hier. Die Tür war mit einer Code-Tastatur gesichert. Na toll, super. Wenn ich da rein wollte, um mir die Bilder der Überwachungskamera anzusehen, brauchte ich den Türcode. Und den hat nur der hier, ne? Okay, oh, schöne Gemälde haben wir hier. Für den hier nur 90.000. Oh, das wenn es weiter nichts ist. Dem Schild nach wurde das Bild 1932 gemalt. Und die Galerie wollte 80 Riesen dafür. Ist das hier sowas wie ein stiller Alarm? Hier hinter? Hier hatte das gestohlene Gemälde gehangen. Ja, sehr lange. Wieso gerade dieses Gemälde? Das haben wir im Intro gesehen. Wieso bringt man dafür jemanden um? Das haben wir im Intro gesehen, George. Das gestohlene Gemälde war mit einer Alarmanlage gesichert gewesen. Und die hätte anschlagen müssen, als das Gemälde entfernt wurde. Ich musste herausfinden, warum sie das nicht getan hatte. Stimmt. Da ist so ein durchtrenntes Kabel. Darum wurde also kein Alarm ausgelöst. Ein Kabel war durchtrennt worden. Und zwar von jemandem, der genau wusste, was er tat. Das war ein Insider-Job gewesen. Okay. Die Druckplatte funktionierte einwandfrei. Aber weil das Kabel durchtrennt war, ging der Alarm nicht los, als man das Bild entfernte. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Da macht jemand Schindluder, betreibt da jemand. Die Alarmanlage an diesem Gemälde war nicht sabotiert worden. Was machte das gestohlene Bild so besonders? Das haben wir im Intro gesehen. Das ist auch in Ordnung, ne? Noch ein Gemälde mit funktionierender Alarmanlage. Okay, dann schauen wir uns mal weiter um. Was haben wir hier? Nix weiter. Eine Büste. Die Büste stand recht wackelig auf dem Podest. Ich wollte sie nicht runterschubsen. Ah, okay, okay. Genehmigt, genehmigt. Wir gucken erstmal, ob wir irgendwas einsammeln können. Ich hätte nur kurz 65 Riesen zücken müssen und das Prachtstück wäre meins gewesen. Wenn es weiter nichts ist. 55.000. Schade. Ganz knapp über meinem Budget. Der Dieb hat den Pizzakarton zurückgelassen. Was da wohl drin ist? Pizza. Tja, nicht wirklich überraschend. Pizza. Der Kerl musste hungrig gewesen sein. Es war nur noch ein Stück übrig. Das DNA-Spuren. DNA-Spuren. Komm, nimm mit. Wieso hebst du nicht auf? Niemand hatte bemerkt, dass die Schachtel auf den Boden gefallen war. Ach so. Ich beschloss, sie in Ruhe zu lassen. Mir fällt gerade eine Sache auf. Ich hoffe mal, kleinen Moment, nicht irritieren. Wir werden das mal ein bisschen... Wir können das ruhig ein bisschen hochdrehen, weil wir haben noch genug Puffer hier, sehe ich gerade. So. So, zurück zum Spiel. Dankeschön. So. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich beschloss, sie in Ruhe zu lassen. Weil, wenn wir klicken, ist erstmal die Eingabe blockiert. So, wir schauen uns mal Lane hier an. Wer auch immer er ist. Das war Hector Lane, Frankreichs größter Kunstkritiker. Wir hatten uns schon mal getroffen und es war schlecht gelaufen. Stimmt, mit den Hors d'œuvre. Einen Moment lang dachte ich, er wäre tot. Aber dem Schnarchen nachzuurteilen, war er nur weggetreten. Lane, okay. Stimmt, das war, oh Gott, war das im zweiten Teil? Ich glaube im zweiten Teil. In einem von den Teilen, eins oder zwei war es. Da haben wir ihn in der Galerie kennengelernt und da ist irgendwas hochgegangen, so ein bisschen. Lane war völlig weggetreten. Okay, komm, wir gehen. Ich brauchte irgendwas, wovon er zu sich käme. bitte kein Klischee, aber bestimmt was zu essen. Selbst im bewusstlosen Zustand sprach Lanes Körper auf Nahrung an. Ja, komm. Ich brauchte wohl etwas Stärkeres als schnöde Pizza, um Lane aufzuwecken. Ah, ich verstehe. Okay, also der Trick ist schon mal richtig, aber so billig kommen wir nicht davon. Das Plakat sah alt aus. Ich wollte es lieber nicht berühren. Hier haben wir noch Sekt. Nee, Sekt. Sekt haben wir nicht. Okay, dann reden wir erstmal mit dem Priester hier. Verzeihen Sie, Pater. Pater, Entschuldigung. Ja, mein Sohn? Oh. Ich bin George Stobbart. Diese Ausstellung war bei meiner Gesellschaft versichert. Mein Name ist Simeon. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Sie können für seine Seele beten. Ein sinnloser Mord. Im Gegenteil. Dieser Mord ergibt sehr wohl einen Sinn. Aha. Wie meinen Sie das?
Etwas ungeheuer Böses hat sich hier abgespielt. Das war das Werk des Teufels. Was? Ich bin Priester und Dominikaner. Ich kenne mich mit diesen Dingen aus. Ach so. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss beten. Gerade hatte ich noch geplant, mit Nico zum Essen zu gehen. Und kurz darauf stand ich da und unterhielt mich mit einem Priester über Kunstdiebstahl, Mord und den Teufel. Haben wir das nicht fast in jeder Episode gemacht? Simeon, okay, er betet jetzt. Wir schauen uns mal die Leiche hier an vom Kunsthändler. Er sah entschieden besser aus. Okay, wir haben schon mal errichtet. Ich legte die Brille wieder dahin zurück, wo ich sie hergenommen hatte. Es war besser, die Beweisstücke unverändert zu lassen. Ach so, das können wir auch noch machen. Ach du Gott. Der arme Kerl. Ich wollte Henris Blut nicht an meinen Händen. Was ist das hier? In Henris Tasche steckte eine kleine Flasche. Es war eine Flasche Bray. Laut Etikett weckt es das Tier in dir. Ah, ich verstehe. Haben wir noch irgendwas anderes? Ich brauche einen Code. Hier unten ist was. In der Hand des Toten befand sich ein kleiner Zettel. Es war zu verführerisch. Ich musste einen Blick darauf werfen. Da stand 14.30 Uhr. Seien Sie bereit. Sah harmlos aus, bis mir auffiel, dass der Diebstahl genau um 14.30 Uhr stattgefunden hatte. Irgendwas stank hier zum Himmel. Und das waren nicht nur die Fischkanapés. Ich steckte den Zettel schnell zurück. Das scheint aus dem Ruder gelaufen zu sein. Kann das sein? Der arme Kerl. Eigentlich war geplant, dass das mitgenommen wird, kein Alarm ausgelöst wird, wie ein Überfall. Aber jemand hatte anscheinend einen anderen Plan. Eine rätselhafte Notiz und ein überwältigendes Rasierwasser. Keine persönlichen Gegenstände, nichts Handfestes. Ich musste mir definitiv dieses Büro ansehen. Ja, dafür brauchen wir einen Code. Aber erstmal, wenn wir jetzt was Handfesteres haben, hier Rasierwasser, komm mal her. Laut Etikett weckt das Zeug das Tier in dir. Gut, ein Versuch kann nicht schaden. Na, los geht's. Wow. Oh, da ist was runtergefallen. Ein Messer oder sowas. Da. Was war das denn? Das roch ja wie in den 70er Jahren. Der freut sich. Wo bin ich? Na hier. Sie waren ohnmächtig. Ach Quatsch, der doch nicht. Nagelknipser. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Komm mal her. In den Nagelknipser war das Monogramm HL eingraviert für Hector Lane. Er musste aus seiner Tasche gefallen sein. Nein, das ist unserer Kopf. Goldene Regel, alles was wir aufsammeln ist unseres. Lanes Nagelknipser. Es waren die Buchstaben HL eingraviert. Okay. Ich hatte ein Stück Pizza vom Boden der Galerie aufgelesen. Konnte nicht schaden. Willkommen zurück im Land der Lebenden. Ich würde das nicht unbedingt Leben nennen. Nein, was dann? Stehen Sie da nicht so rum, holen Sie mir etwas zu essen. Ich habe einen fürchterlichen Schock erlitten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Mann braucht was zu essen. Los, kommt hier. Los. Ich habe ein Stück Pizza gefunden. Ich wollte Nahrung, keine Pappsimulation. Leute, das ist aber Luigis Na Pizza. Gut, wenn Sie es nicht wollen. Das habe ich ja nicht gesagt. Geben Sie schon her. Wow. Unter den gegebenen Umständen war das erstaunlich passabel. Aha. Also, was ist hier vorgefallen? Oh, Henri, ist er tot? Ich fürchte ja. Der arme Kerl. Sieht ihm aber ähnlich, anderen das Rampenlicht zu stehlen. Was? 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 Verzeihen Sie. Kenne ich Sie? Ja. Unsere Wege haben sich schon mal gekreuzt. In der Glees Gallery. Natürlich. Genau. Der Kerl mit dem Absinth. Sie haben nicht zufällig... Nein, heute nicht. Leider nicht. Schade. Tut mir leid, aber ich kann mich nicht an Ihren Namen erinnern. George ist mein Name. Ich bin George Stobart. Bei mir war diese Ausstellung versichert. Ha, dann hoffe ich mal, dass Sie eine gut gefütterte Brieftasche haben, mein Junge. Könnte ich Sie etwas fragen, Mr. Lane? Nur zu. Ach, herrje. Die Code-Tastatur, das fragen wir danach Kannten mal. Kannten Sie den Galeriebesitzer?
Natürlich. Wir haben zusammen an dieser Ausstellung gearbeitet. In dieser kleinen Bruchbude hier. Henri stellte den nötigen Platz zur Verfügung. Ich war die kreative Kraftquelle. Ach, ich verstehe. Wie lange kannten Sie ihn schon? Als Freund viele Jahre. Unsere berufliche Zusammenarbeit ist erst vor kurzem zu dieser Ausstellung erblüht. Unter meiner Schirmherrschaft als Kurator. Und nun geht der arme Kerl einfach hin und lässt sich umbringen. Mit Absicht. Wenn Lane etwas mit der Galerie zu tun hatte, kannte er bestimmt den Code für diese Tür. Haben wir schon festgestellt. Eigentlich hätte das jetzt rein so aus der Logik erst später aufploppen müssen, genau in diesem Kontext. Nur mal so nebenbei. Wissen Sie etwas über das gestohlene Gemälde? Natürlich, mein Junge. La Maledictio, ein kaum bekanntes Werk, tauchte im letzten Moment auf. Was ist mit dem Mörder? Konnten Sie einen Blick auf ihn werfen? Ein Delinquent mit einer Blechmütze. An mehr kann ich mich wirklich nicht erinnern. Blechmütze? Ach ja, Sie wurden ja ohnmächtig. Menschen mit einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik reagieren empfindlicher auf Gewalt. Oh ja. Sie waren der Kurator dieser Ausstellung? Worum ging es dabei? Eine brillante Retrospektive. Ein dialektisches Sichtfenster auf den laufenden Diskurs der europäischen Kunst mit den ungelösten Psychosen der Nationalstaatlichkeit. Ja, genau so hätte ich das auch ausgedrückt. Wer hat das gestohlene Bild gemalt? Das ist ein Geheimnis. Wir kennen nur sein Pseudonym. El Serp. Er war Katalane, ein Modernist. Seine Werke sind sehr symbolbefrachtet, religiös. Was können Sie mir über das gestohlene Gemälde erzählen? La Maledictio? Ein anspruchsvolles Werk. Zumindest wenn man eine Menge obskurer Heiliger mag. Und christliche Symbolik natürlich. Allerdings nicht besonders wertvoll. Der Dieb wird dafür auf dem Schwarzmarkt nicht viel bekommen. Vielleicht will er gar nicht zum Schwarzmarkt. Wie wäre es mit etwas mehr hiervon? Lieber nicht. Als Ersatz für Riechsalz war das Zeug akzeptabel. Als Rasierwasser wäre es reine Barbarei. Ist das Ihr Nagelknipser? Natürlich. Sehen Sie doch, da ist mein Monogramm eingraviert. Was? Ist jetzt meiner. Wenn Sie diesen Laden mitleiten, dann können Sie mir doch bestimmt den Code zu dieser Tür da verraten. Den Code für das Büro? Ja. Ich dachte nur, Sie kennen ihn vielleicht. Tue ich auch. Aber ich kann Sie auf keinen Fall da reinlassen, ehe die Polizei da ist. Ach bitte. Ich vermutete, dass ich auf die nette Tour niemals den Türcode von Lane erfahren würde. Ich musste etwas mehr Druck ausüben. Aber wie? Ich glaube, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Vielleicht drücken wir ihn einfach. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.